Ich liebe mein Leben. Das ist so schön. Einfach dann tagsüber vor der Schule einfach zelten gehen. Ach, was kann man sich nur Schöneres im Leben vorstellen? Oh, wartet mal, Leute. Ihr seid ja da. Sagt doch Bescheid. Hallo und willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder was Schönes vorbereitet. Und zwar 5 Arten von Scammern bzw. 5 Arten gehackt zu werden in Pokémon. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem heutigen Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Dann könnt ihr mir gerne mal damit zeigen, dass es euch gefällt. Und ich werde auch jetzt gar nicht so lange rumreden, aber hier nochmal bitte für alle, nicht, dass ich noch Leute Angst mache. Das ist natürlich nur gespielt, das heißt, ich werde nicht wirklich gehackt oder irgendjemand anderes. Das ist einfach nur Arten, die es gibt. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Der Scammer. Ach, ein ganz normaler Tag. Ach ja, ich gehe es erstmal da hinten hin, weil ich will doch ein bisschen rutschen und schaukeln. Ihr wisst doch, ich liebe rutschen und schaukeln. Ich hoffe doch, dass mir niemand Komisches heute begegnet. Warte mal, da ist jemand. Wer zum Kuckuck ist das? Oh Gott, die kann laufen. Die hat Hallo geschrieben. Hallo, zurück. Wer bist du? Kenne ich dich irgendwoher? Okay, die sagt, ich bin dein Freund. Also, ich kenne die nicht. Wer ist sie? Hä? Okay, sie hat geschrieben, sie ist ein Admin in Pokémon. Also, ich bin mir halt nicht sicher. Okay, also sie sagt, sie ist ein Admin. Na gut. Ich gebe heute 5 Leuten kostenlos VIP. Okay, das ist ja nett. Oh, das ist ja nett. Oh, wollen wir mal fragen, kann ich auch ein Teil davon sein? Kann ich auch eine Person sein davon? Ja, klar. Ja, es wird ja klar geschrieben, es geht. Also, oh mein Gott, ja. Wie cool. Aber wie läuft das denn jetzt genau ab? Sie hat irgendwas geschrieben. Was hat sie denn? Ah, okay, ich glaube, sie hat nach unserem Passwort gefragt. Okay, klar, ich gebe dir mein Passwort. Mein Passwort ist Hundekatze123. Okay. Supi. Und, jetzt? Hä? Was ist denn jetzt? Warum steht da, dass mein Account gehackt wurde? Oh nein. Der vertrauliche Freund. Ach, Leute. Ich warte die ganze Zeit schon auf meinen Freund. Aber irgendwie kommt der nicht. Den habe ich nämlich vor kurzem kennengelernt in Pokémon. Und der war so nett, der hat alles mit mir gemeinsam getan. Wo bleibt der nur? Oh, warte mal, ich glaube, der ist hinter mir. Hallo, da bist du doch. Hi, wie geht es dir? Geht's dir gut? Hallo? Geht's dir gut? Oh, du siehst heute aber wieder schön aus. Oh, cool. Siehst aus wie ein echter Polizist. Hi. Oh, du winkst mir sogar zu, wie nett. Oh. Ach, wie nett. Oh ja, klar, was denn für eine Frage? Was hast du denn für eine Frage, mein guter Freund? Du hast doch coole Sachen in Pokémon. Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Manche Game Passes habe ich. Dürfte ich mir mal deinen Account ausleihen? Nur für ganz kurz. Ich weiß nicht. Also, du musst halt wissen, diese YouTuberin Lissa D, die hat mir halt gesagt, das soll man nicht machen, okay? Aber da du ja mein Freund bist, ich vertraue dir mal. In Ordnung? Mein Passwort ist Gänsebraten69. Oh, ja, das ist Hä?
Warum steht da, dass mein Account gehackt wurde? Nein, nein, bitte nicht. Der Hausbesitzer. Seit 10 Minuten laufe ich hier rum, aber ich finde niemanden. Ich würde ja so gerne endlich bei jemandem mitwohnen, weil ich habe halt kein Haus. Und ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber niemand will, dass ich mitwohnen darf. Das ist so gemein. Oh, guck mal, wartet mal, da ist ein großes Haus. Oh, da steht auch jemand. Wir versuchen mal reinzugehen und dann uns da reinzuwohnen. Hä? Nein, die Tür ist abgeschlossen. Wie gemein. Das war bestimmt dieser Typ. Wir müssen ihn vielleicht irgendwie fragen, ob wir mit da drinnen wohnen dürfen. Hallo du, gut aussehender Junge. Junger Mann, dürfte ich hier mit bei dir wohnen? Bitte, bitte, bitte. Hä, warum nein? Bitte, bitte, ich will. Komm, soll ich irgendwas für dich erledigen oder so? Was heißt denn, Also eine Sache gibt es. Okay, was soll ich denn machen? Ich habe ein Ohr für dich offen. Erzähl mal. Okay, und zwar... Und zwar brauche ich leider dein, ich schätze mal, da steht Passwort, weil dahinter steht noch Wort, um dich, okay, warte, ich darf müssen gucken, um dich hinzufügen zu können. Ach so, okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Also brauchst du mein Account-Passwort, dass du mich hinzufügen kannst. Ja, klar. Mein Passwort ist DoggyMoggy64. Ja, du hast ihn, Supi. Da kannst du mich jetzt hinzufügen. Warum steht da, dass ich schon wieder gehackt wurde? Nein, nicht schon wieder. Der Familienbetrug. Hallo, ich bin schon ganze Zeit auf der Suche nach einer Familie, aber ich finde keine. Was soll ich denn jetzt nur noch tun? Ich weiß es nicht. Mann, ich würde so gerne einer Familie beitreten. Aha, ich muss halt auch erstmal ein Kind finden. Weil als Mama brauche ich ja schon ein Kind. Oh, warte mal, da läuft hier jemand. Oh, warte mal. Hallo. Wer bist du denn? Du bist aber süß und klein. Willst du vielleicht mein Kind sein? Hat sich sogar gereimt. Ja, ein Hallo zurück. Was machst du denn hier so alleine? Wollen wir eine Familie gründen? Also, ich würde sagen, ja. Dann willst du die... Wer soll denn dann die Familie machen? Ich. Okay, dann du. Dann lad mich mal ein, in Ordnung? Okay, aber ich brauche deine Daten. Ah, du brauchst also mein Passwort von meinem Roblox. Okay, klar, kann ich dir gerne geben. Passwort ist... Gänsemama 107. Okay? Supi. Dann lad mich schon mal ein, bitte. Ich kaufe nur kurz was ein. Hä? Was ist denn jetzt? Da steht, ich wurde gehackt. Nein. Von meinem eigenen Kind. Wie kann es das nur machen? Der Droher. Ach, Leute. Ach ja, heute war ein echt schöner Tag. Ich war heute im Kino mit einem Freund. War danach noch in dem McDonald's mit einer Freundin. Das war heute so lustig. Ach ja, heute, ich glaube, heute werde ich richtig gut einschlafen können. Ah, oh warte, wer ist das? Da ist hinter jemand mir. Hallo? Wer bist du? Kenne ich dich von irgendwoher? Sie schreibt, hallo, ein Hallo zurück, aber wer bist du? Ich kenne dich ja noch gar nicht. Oh mein Gott, die hat eine Waffe. Bitte nicht schießen. Okay. Was wollen Sie denn von mir? Ich will deine Daten. Oder ich werde dir wehtun, in echt. Ich weiß, wo du wohnst. Oh Gott. Ja, bitte tu mir nichts in echt.
Ja, meine Daten sind... Mein Accountname ist lissati-yt und mein Passwort ist laura-77. Okay. Nein, jetzt habe ich eine Meldung gekriegt, dass mein Account gehackt wurde. Nein. Leute, das war's mit dem wunderschönen Video von heute. Ich hoffe, euch haben die 5 Arten gefallen. Nochmal hier für alle, das war natürlich nur gespielt. Das heißt, auch sowas mit dem Grad, mit diesen Drohnen oder so, das war nicht echt. Und ich sag hier euch auch nochmal, wenn euch jemals wirklich jemand irgendwie droht, dass er weiß, wo ihr wohnt und ihr weiß, das tut, bitte, bitte glaubt diesen Leuten nicht. Das ist natürlich alles nur gelogen von denen und erschwindelt, weil die eure Passwörter wollen. Genau wie alle anderen Arten, ne? Weil ich schon oft doch sowas gesehen habe. In Brookhaven geht zum Glück, aber vor allem so in anderen Spielen wie Adopt Me und so ist ganz schlimm. Passt einfach auf, gebt niemals anderen Leuten euer Passwort. Niemals, okay? Außer ihr wisst wirklich, dass ihr der Person zu 100% vertrauen könnt. Dann könnt ihr es natürlich gerne machen, aber es ist trotzdem immer noch ein Risiko. Müsst ihr mal entscheiden. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag noch. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, sagt euch eure Mama Gans.